Ah, Leute, was macht ihr schon wieder hier? Verfolgt uns ja wirklich auf Schritt und Tritt, ey. Wir nehmen euch heute mal 7 Tage lang, eine Woche mit durch unser atemberaubendes Leben. Dala Madrid! Samstag, aktuell sind wir auf dem Weg nach Bremen zum Bremen-Bayern-Spiel. Aber das habt ihr wahrscheinlich schon im letzten Video gesehen. 4 Stunden Fahrt, deswegen erstmal ein Gumming reinfallen. Das ist gerade mal Tag 1, Freunde. Guck mal, was hier abgeht. On a random Samstag in Bremen. Die anderen Tage werden noch kranker, Leute. Steht noch so viel bevor, seid gespannt. Was ein Spiel. Hat sich gelohnt, hier jetzt 4 Stunden hinzufahren. Und jetzt heißt es 4 Stunden wieder zurückfahren. Ja, yeah. Steig ein in den Bums hier. Für die Rückfahrt direkt ein Gumming in die Fresse geknallt, ne? Und jetzt kann's abgehen. Der fährt mit 300 jetzt über die Autobahn. Warte, ich muss erstmal hier den Navi machen. Nicht das Auto anfassen, Mensch. Hallo. Digga, hast du einen Schaden, Alter? Soll mal seine Griffel da vom Auto lassen. Moin. Moin, alles gut? Ja. Bist du die Potatoes? Ja. Also ich bin Po und das ist Tato. Ja, lass schnell machen. Ich steig kurz aus, komm. Die Minute habe ich auch noch. Hier, setz dich ruhig mal rein. Ja, setz dich rein, Mann. Was machen Sachen? Nein, nein. Mach's gut, ne? Ciao, ciao. Ciao. Der nächste, der aber unser Auto anpackt, so von außen, kriegt eine Bombe. Ja, aber der Kleine war ja süß. Ich dachte, hat schon Angst, als er hier eingestiegen ist, dass der Holz jetzt mit ihm wegfährt, ne? Ja. Warum verneint er das aber nicht? 2 Stunden später. Hier wird jetzt noch das Copa del Rey Finale geguckt. Madrid! Und hoffentlich, wenn wir dann angekommen sind, hat Real gewonnen und ist Weltmeister oder sowas. Kurz nach 1, wir haben es jetzt back geschafft nach Düsseldorf. Das war's erstmal für heute, aber in 14 Stunden. Ist Anpfiff, ja. Denn wir haben gleich, kann man sagen, ein Kreisligaspiel. Und Real hat gewonnen. Hallo Madrid! Hallo Madrid! Hallo Madrid! Zum Glück wohnt hier nur Tom. Ist ja egal. Oh, nein. Zweiter Tag. Gestern richtig spät in der Nacht erst pennen gewesen. Ihr habt gesehen, wir waren den ganzen Tag unterwegs. Heute schon wieder anstrengendes Spiel gehabt. War aber richtig geil. Und morgen, ach du Schande, morgen geht's einfach schon wieder weiter. Ich glaube, wir müssen in 20 Stunden schon wieder am Flughafen sein. Oh je, Mine. Mal wieder so, ey, wenn ich jetzt springe, dann bin ich am Flughafen, ja? Okay, warte. Spring. Ey, spring mal nochmal, hat nicht geklappt, glaube ich. Ey! So Leute, Tag 3 von unserem, wir nehmen euch eine Woche mit, hat jetzt begonnen. Gestern war ein unnormal anstrengendes Spiel, meine Beine pochern immer noch. Zu der Verlosung von dem Freiburg-Schal aus einem der letzten Stadion-Vlogs haben wir natürlich wieder nicht vergessen. Hier seht ihr einmal den Gewinner. Viel Spaß mit diesem Schal und ich muss jetzt los, mich mit den anderen Boys treffen. Es geht zum Flughafen. Wir fliegen nämlich nach Madrid. Let's go. Hola Madrid, Kamera schnitt. On the road to Madrid again. Ich glaube, wir sind öfter in Madrid im Stadion als irgendwo in Deutschland. Oder überhaupt in Deutschland. Das stimmt. Und jetzt wird gelesen. Investieren in Dubai. Der hat so einen Schaden, Digga. Der macht das alles hier für Show. Der macht das alles hier für Show. Der nimmt ein Buch und der wird nicht lesen. Der wird nur pennen, Digga, und Musik hören. Ich werde das sogar. Ah, Digga, was machst du? Mit 5000 Euro Armband kratzt der mich hier, Alter. Auf die guten alten Zeiten angelehnt. Früher hatten wir davon eine 1-Liter-Pulle. Jetzt machen wir aufgediegen, Leute. 20 Euro, wenn du das Ding jetzt so einfach straight leer trinkst, ohne abzusetzen. Und von mir kriegst du auch nochmal 20. Das hier? Ja. Ey, ich vertrage keinen Alkohol und ich trinke auch keinen Alkohol, weißt du? Der ist so am Lügen, das glaubt er gar nicht. Ich bin der Dalai Lama von Düsseldorf. Guck mal, ein Glas voll und dann gehen wir hoch, ja. Der ist total drunk, ne? Hello, what's up? Was meinst du, wer er aufhebt, wenn das Flugzeug abstürzt? Der Opa ist auf jeden Fall ein bisschen fitter als der Tom. Jetzt wird gelesen. Ich hab mir das Buch geklaut, Alter. Aha! Gracias por nada, mo! Wie Hacke, bist du auf einer Skala von 1 bis 12? 0. Nimm mal noch ein Stückchen hier, nimm mal. Sag jetzt alles, was du sagen willst. Der Holz hier, der kriegt heute eine Bombe. Gerne. Diesmal haben wir es ein bisschen anders gemacht und zwar haben wir uns hier so ein Apartment gebucht. Aber wir warten jetzt, dass hier der Kollege Schwager kommt und uns irgendwie reinlässt, Schlüssel gibt, dies, das. Weil der ist wirklich zu oft in diesem Gay-Hotel gewesen, oder Mo? Reicht jetzt mit Gay-Hotel. Sei ehrlich, gerade hast du noch gesagt, du vermisst das. Ja, aber nur mit dir.
Wir sind im Apartment, Leute. Sieht auf den ersten Blick wie ein normales Apartment aus, ganz schön. Ja, ist okay. Ja. In der Beschreibung stand schon, es soll etwas größer sein. Und ich hab's schon gesehen, ich will jetzt einmal sehen, was Holzi hier zu diesem Gang sagt. Was? Digga, der kannst du langschalten. Diesen Gang an. Morgen früh bin ich hier joggen, Alter. Das ist, das ist keine Hotellobby, das ist unser Apartment. Digga, das Ding ist, wenn du da hinten chillst und hier mal in die Küche willst, musst du einen halben Marathon laufen, Alter. Komm, mach mal einen Sprint. Und der guckt da so raus, das ist anders. Ja, okay, hier werden wir jetzt 2 Tage chillen. Heute ein bisschen, ne, auch entspannt zum Runterkommen. Und morgen ist Champions League Time. Dieses Apartment hier ist wirklich ohne Sinn. Das hat 5 Schlafzimmer, das ist riesig. Und um auszulosen, wer welches Zimmer kriegt, weil es gibt ein paar, die sind geiler, ein paar, die sind schlechter. Chooser wir einfach wieder. Schon mal Vorbereitung auf Champions League morgen. Der Erste, der gewinnt, darf sich ein Zimmer aussuchen. Okay. Wir haben Nummern 1 bis 5, ihr seht's da. Man muss nur eine Nummer sagen. Guck, ich gucke. Alter! Sag eine Zahl. Jetzt nicht 3 Jahre überlegen, Digga. Was ist mit dir? Ich nehme die 3, die man wollte. Ja! Die wollte ich? Was für ein Jahr? Ja, Digga, wollte ich auch nicht. Ich wollte auch nicht. Ich wollte auch nicht. Ja! Bitte. Die 5 nehme ich. Oh, die wollte ich auch nicht! Hä? Voll gut. Das sind die einzigen Zimmer, die ein Bad haben, aber okay. Okay. Oh, ich nehme das hier. Das wollte ich auch nicht haben! Ja, was? Welches Bett? Ich will die 4, ich will die 4. Hä? Die hat auch ein Bad. Also du hast das hier? Dieses Chooson hat 0 Sinn gemacht. Jeder wollte eh ein anderes Zimmer. Ja, okay. Ja, jeder hat seine eigene Präferenz. Ja, gucken wir mal erstmal Moos Gewinnerzimmer an, ne? Also Tom muss dann immer von da hinten bis da hinten. Ja, das ist warm, so jogge ich morgens lang. So, Nummer 3, Room Tour. Das ist ja eine große Bett. Guck mal, die Casting Couch, was da für Flecken sind, ja? Das war von eben mit dir. Why are you gay? Hatte ich jetzt auch genommen. Und ja, guck mal, clean Dusche. Clean, kann man machen. Der Holzi hat die 4. Dann hast du hier noch so deinen Bereich. Und hier noch Bad, Digga. Ja, aber die Dusche ist nicht so geil. Sag ich dir ehrlich. Die Dusche. Oder ich bin ehrlich. Ich werde eh nicht duschen gehen. So, ich bin direkt nebenan bei Holzi. Du hast ja auch sogar noch ein Bad. Ja, normal habe ich ein Bad. Der einzige, der hat wieder kein Bad. Bad ist überbewertet, Leute. Ich pack einfach bei euch ins Zimmer. Boah, ist ja riesig. Das ist Bad, ne? Das war, du, auf gar keinen Fall darfst du hier rein. Das war so unnormal. Hier ist immer das Klo, wo wir mal scheiße gehen. Hier kackt man halt. Weil das ist halt nicht hier. Halt auf gar keinen Fall. Hier werde ich immer kacken. Ich kacke einfach in die Hose, Digga. Bio, wie Tom muss kacken. Aber wie viele Sekunden kannst du einschalten, bevor es rauskommt? Das Klo. Komm, 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 komm. Boah, ich bin ehrlich. Ich hätte das nicht geschafft. Ich hätte mir die Hose gekackt. 10 Sekunden, dann warst du hier drin, ja. 10 Sekunden. Also, er hätte hier an der Tür schon, der hätte gekackt. Ey, falls ihr morgens auf dem Gang irgendwie so eine Brust seht, das war ich. Also, ich hab's nicht geschafft. Also, du hast auf jeden Fall das beschissenste Zimmer genommen, war es. Also, das Wort. Oh, Alter, wo bleibst du schon wieder? Das meine ich. Der braucht nur mal so ewig, ne? Was hast du gemacht? Das ist direkt in die neue Hose gemacht, ne? Direkt da. Warte ab. Da schreckst du eine Bombe. Man läuft durch die Straße von Madrid und man landet einfach schon in der Zeitung. Guck mal, die haben die Stars einfach hier auf frischer Tat ertappt, Alter. Wir sehen so fresh aus, Alter. Number one El Bastardos. Der illegale Einwanderer. Wir sind hier gerade in einem Lokal und wir spielen natürlich wieder ein Spiel um die Rechnung. Und zwar der Erste, der eine Benachrichtigung auf seinem Handy kriegt, der muss die ganze Rechnung zahlen. Okay, keiner hat eine Nachricht. Das kann lange dauern. Ja, ja. Ja, ich war sein, dass hier keiner. Ja! Die denken, wir sind hier verrückt. Und was war's? Was war's? Hey, jemand wollte eine Nachricht auf Instagram schreiben. Wir hatten auch Instagram-Benachrichtigung an, ne? Wow, wow. Florian. Der Florian hat Jobs genommen. Der Florian hat gebumst, Junge. Wie viel? 109. Ich alle singen Florian. Grüße an Florian. Das war noch eine Nachricht an Florian. Bitte schreib mir nie wieder. So Leute, gegessen. Crazy things happening hier in Madrid. Wir haben ja gepostet, dass wir angekommen sind, also dass wir hier in Madrid sind. Hier, weißt du, haben wir ja gezeigt, hier, we are in Madrid. Man kennt uns ja hier schon ein bisschen. Da bekannt, hat ne? Einfach so ein Partyveranstalter, so ein Clubbesitzer, dem Mo, geschrieben, dass wir doch, wenn wir schon hier sind, heute auf seine Party kommen sollen. Hat uns eingeladen in seinen Club. Das ist crazy, ne? Einfach Montag ist irgendwie Party machen. Das ist ja auch der Mo-Tag. Also müsst ihr heute Party machen, let's go.
Ich meine, ihr fragt euch, warum werden hier random Deutsche in so Clubs da eingeladen? Ich meine, wir sind hier kein unbeschriebenes Blatt, ne? Also das hier ist das letzte Mal passiert, als wir hier feiern waren. Rotatus the Legend, das sagt auf jeden Fall alles. Warum will deine Muskeln hier so flexen, wenn das ja, ist? Gute Licht, war gute Licht. Das sieht aber morgen, wenn er aufwacht, sich voll gekotzt hat. Oh, geht's dir gut? Warte, ich hab mal ein Geschenk. So ein guter raus hier. Oh, lass die Tür. Bleib. 12 Uhr mitternachts. Hier irgendwo in die Gegend hat uns unser Brehe Zim bestellt. Sieht nicht so aus. In irgendwelche Gassen hier, ja, sind wir hier unterwegs. Sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwas mit Club, aber sieht geil aus so. Aber wo hat der Typ uns jetzt bitte hinbestellt? Wo hat der uns hingeschickt? Also das sah da so tot aus, weil ein gewisser jemand, ich will keinen Namen nennen, eine falsche Adresse eingegeben hat. Jetzt fahren wir mit dem Taxi zur richtigen Adresse. Anders. Jetzt sind wir aber an der richtigen Adresse nach einer halben Weltreise durch Madrid. Was steht da? Fuck Tuesday Mornings. Dir fällt gar nichts. Ey, ich vertrag keinen Alkohol und ich trinke auch keinen Alkohol, weißt du? Put your hands up! Put your fucking hands up! Let's go, Madrid! Neuer Tag, neues Glück. Wir haben jetzt einfach hier so Handwerker in der Bude, die irgendwie diese Tür hier reparieren wollen. Das müssen sie ja natürlich genau machen, wenn wir da sind. Special Effects. Ja, Mo hat's nicht so mit dem Reden. Vorher, gestern, ne, hat er auch wieder den deutschen Dalai Lama raushängen lassen. Was meint ihr, wer von uns hat nach diesem Trip bzw. nach heute den krassesten Sonnenbrand? Guck mal, wie weiß ich bin, Digga. Aber Mo ist auch auf jeden Fall ein guter Kandidat, das darf man nicht unterschätzen. Ja, schreibt in die Kommentare, wer wird aussehen wie eine rote Languste. Kennt ihr das, wenn ihr nicht mehr so schnell laufen könnt, weil ihr erschöpft seid und eure Freunde einfach nicht auf euch warten? Die juckt gar nichts. Dann lasse ich jetzt erstmal einen Trauerfurz raus. Der war zum Glück leise. Kleiner random Shoutout in Madrid jetzt, und zwar an unseren Bruder Die Melone. Das ist Melis YouTube-Channel. Checkt den Jungen ab, Die Melone auf YouTube. Macht da geile Videos und lasst mal von mir eine Melone unter seinem neuesten Video da. Das wäre sehr nett. Kuss geht raus. Man kann sagen, das letzte Abendmahl, bevor es dann gleich ja zum Stadion geht und wieder nur zwei reinkommen werden. Das habt ihr ja alle schon gesehen. Geht mal, wir beide rein. Ich hoffe es. Ihr habt es ja schon gesehen, falls ich es nicht sein sollte. Schon mal Frust essen. Dann morgen. Der letzte Tag in Madrid und ich finde es wirklich toll, wie sicher wir hier in diesem Apartment waren, denn Leute, man kann hier die Kette nicht davor machen. Diesen tollen Riegel. Der bringt auch gar nichts. Also top, oder? Top. Fake-Sicherheit. Das Krasse ist, wir haben jetzt auch 3 Spiele in 7 Tagen gesehen. Vor einer Woche waren wir in Freiburg, Samstag in Bremen, Sonntag haben wir selber gespielt. Stimmt, das habe ich ja ganz vergessen. Und Dienstag sind wir in Madrid. Also das ist ein Jet-Set-Lifestyle. Das ist crazy. Und jetzt suchen wir noch Schuhe für den Holzi. Hier müssen wir rein. Der braucht neue Schuhe. Der Holzi ist jetzt hier im exklusivsten Laden von Madrid. Schuhe am Suchen, aber findet nichts. Das ist nicht exklusiv genug für mich, Leute. Dann geht's halt wohl doch standardmäßig in den Food Locker rein. Wir suchen jetzt einfach ganz cleane weiße Schuhe. So, Daumen passt schon halt noch da vorne. Und ich glaube nicht, dass ich noch wachse. Er glaubt nicht, dass er noch wächst. Ich habe es endlich mal geschafft, meine Mission zu erfüllen. Ein Ronaldo Al-Nassr-Trikot zu erfüllen. Und zwar hier einfach von den Brattans. Ich habe es nirgendwo online gefunden. Die haben es einfach. Geil, wahrscheinlich komplett original. Er hat gesagt, 10 Jahre Garantie. Und jetzt brauchen wir nur noch ein paar Schuhe für Holz hier. Dann haben wir doch alles geschafft, Mann. Ein paar Schuhe, mein Gott. Das kann nicht so schwer sein. Wir waren jetzt in 6 Läden oder so. Niemand hat meine Größe, Digga. Ich habe 45, so schwer kann das doch nicht sein. Holz ist 1,20 und hat Schuhgröße 45. Das ist auch genauso wie mein Alter und mein IQ. Das ist der 20. Schuh, nach dem ich gefragt habe. Holz ist an dem Punkt, wo er einfach nur noch irgendwas kaufen will. Ja, clean, kauf den. Ein New Cop, Leute. Ratet diesen Schuh bitte mal von 1 bis 10 in den Kommentaren. Hättet ihr da auch zugeschnappt? Die letzten Stunden in Madrid und wir sind jetzt noch mal am Essen. Wir machen jetzt wieder, wer hier das Essen bezahlt, ne? Und wer als erstes eine lange Hose trägt, der hat verloren. Wer jetzt hier bei 35 Grad eine lange Hose trägt, wäre auch wirklich lost. Also, ja, eine kurze. Kurze. Was hast du denn an? Kurze. Was hast du denn an?
Guck mal, der ist schnell hochgegangen. Eben saß der hier noch mit Trainingsjacke. Da mussten wir dem erstmal sagen, Bruder, ist 30 Grad, du kannst die Jacke ausziehen. Bruder, das ist für mich kalt. Siehst du mich in meiner Hautfarbe nicht? Nein, wir unterscheiden nicht nach Hautfarbe, Mo. Wir sind alle gleich. Ein paar Sekunden später. So, der hat jetzt auch mal eingesehen, dass die Show keinen Sinn macht. Auf einmal wieder lange Hose. Ja, da kam so ein kalter Windzug gerade, ne, und dann habe ich das wieder runtergemacht. Komm, Kollege. Let's get home nach Düsseldorf. Das war's jetzt auch erstmal mit dem Tag. Wir sehen uns morgen. Morgen, ganz sicher. Ja, heute war ein sehr unschöner Tag gewesen für uns. Das ist, glaube ich, Donnerstag. Und heute war Steuertermin. Eineinhalb Stunden wurden wir Pops gelaufen. Steuern in Deutschland ist wirklich ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich sag's euch, wie es ist. Also wundert euch nicht, wenn wir bald auswandern. Was? So, nach dem Steuertermin geht es auf jeden Fall noch Essen mit Boris, Abi. Ich bin schon wieder zu spät. Ey, meine Planung, es tut mir leid, die Steuern haben einfach so lange gedauert. So, nach dem Steuertermin hier erstmal Essen. Ja? Das sieht geil aus, ne? Unglaublich, wirklich unglaublich. Ja, schauen wir mal, ob wir das alles aufkriegen. Eine Ewigkeit später. Ja, Freunde, was soll ich euch sagen? Das ist auch manchmal hier die bittere Wahrheit. Ja, zum Ende der Woche habe ich hier noch ein bisschen viel Papierkram. Das muss natürlich auch gemacht werden, ne? Lästiges Thema, diese Steuern und so. Aber ja, manchmal ist es nicht nur Lifestyle, sondern auch ein bisschen Drecksarbeit, ne? Das muss man auch machen. Nach diesen ganzen stressigen Tagen, ja, da muss man natürlich auch mal wieder ein bisschen runterkommen. Deswegen bin ich hier gerade bei einem Spaziergang unterwegs an einem wunderschönen See. Und vielleicht springe ich da bei genügend Likes auch rein. Da haben wir auch Nummer 14. Was ist denn da los? Leute, Tag 6 oder Tag 7. Keine Ahnung, ich habe ein bisschen das Gefühl für Raum und Zeit verloren. Keine Ahnung, welcher Tag ist. Aber was ich weiß ist, Tom und ich gehen jetzt noch ins Gym. Bisschen trainieren, denn von nix kommt nix. Let's do this. Jeden Tag müssen wir uns sehen. Let's go, man. 20 Minuten später. Heute auch, wenn wir viel unterwegs sind, vergessen wir natürlich nicht ins Gym zu gehen, damit man die Kamera immer gut halten kann. Vergesst, glaube ich, sehr oft ins Gym zu gehen. Diese Woche ist echt geil. Diese Woche war ich im Gym. Ja. Guck mal, genau so werdet ihr zu Spidey, Leute. Genau so. Du Scheiße. Ja, komm, mal ein bisschen Bauch noch, oder? Bisschen Bauch, wieder. Bisschen Bauch für den Sommer. Training muss natürlich auch sein. Ich bin jetzt das vierte oder fünfte Mal die Woche im Gym. Deswegen muss wieder durchgezogen werden. Das hier ist das Ende von unserem Workout. Wir hatten keinen Bock, jetzt so einen auf awkward da richtig im Gym zu filmen. Deswegen hier nur noch so ein paar Übungen, damit ihr so einen Eindruck kriegt. Ne? Zum Beispiel ganz wichtige Übungen, die ich immer trainiere. Für sonntags Kreisliga. Weiß ja nicht, irgendwie mal spielt. Das ist eine Blind Reaction, der weiß noch nicht, was er sieht. Mal mit dem Boxsack genommen hat. Ah, nice. Hier ist einfach alles voll mit Blut. Ich habe gerade einen Kopfschuss reingemacht. Digga, du Scheiße. Aber man kennt es nicht, man blutet ein bisschen beim Sport und wischt dann einfach einen Boxsack ab. Das ist ja normal, ne? Ach so. Ich habe einfach immer zwei Caps beim Training dabei. Eine fürs Training an sich und eine für danach, weil die ist jetzt voll geschützt. Ja, der Zweite hat mir gerade seine Bauchmuskeln gezeigt, der hat wirklich gut aufgeworfen. Jetzt zeig mal, Ja, ich glaube, hier ist besser. Boah, guck mal hier. Der Zweite hat mich inspiriert. Ja, mich auch. Stabil, Alter. Mein Cover ist nur der Anfang, Leute. Aber das Ende vom Vlog tatsächlich. Das war unsere Woche, Leute. Wenn ihr mehr sowas sehen wollt, ein bisschen realer Content, oder? Ja, Mann, ein bisschen real. Aus unserem Leben. Genau, dann schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da. Und wir gehen jetzt noch schön duschen zusammen. In die Sauna auch noch, ne? Vielleicht ist ja der heute. Ja, das ist ja heute bestimmt. Adios.